Chancen nutzen. Gibt so eine kleine Geschichte, die ich ein bisschen durcheinander werfe, aber mordsmäßig Hochwasser und das Wasser steigt immer mehr. Und kommt da jemand an, der sagt hier zu dem einen Hausbesitzer, du musst jetzt sehen, dass du hier wegkommst. Das ist mordsmäßiges Hochwasser und das steigt und steigt immer mehr. Nö, ich brauche deine Hilfe nicht. Macht der liebe Gott, verlasse ich mich voll drauf. Ja, das Wasser steigt ein bisschen höher und noch ein bisschen höher und dann kommen die mit kleinen Booten vorbeigefahren am Haus schon und sagen, du komm, steig ein, das Wasser steigt immer mehr. Nö, ich vertraue auf den lieben Gott, der richtet das schon, der hilft mir. Naja, mittlerweile steigt das Wasser immer mehr und der Mann hat sich schon ganz oben aufs Dach geflüchtet, sitzt oben auf dem Schornstein, kommt so ein riesengroßer Baumstumpf vorbei, bleibt kurz hängen an dem Dach. Er denkt sich, oh, dieser Baumstumpf, schiebt ihn einfach weg, bevor er das Dach kaputt macht. Tja, und weg ist die nächste Chance. Der liebe Gott, der wird es schon machen. Er hilft mir, da kann ich mir drauf verlassen. Das Wasser steigt immer mehr, er säuft ab und wenn man absäuft, dann ist man tot. Er kommt in den Himmel, trifft da den lieben Gott und sagt, sag mal, was soll das? Ja, ich habe so darauf gewartet, dass das mit dem Wasser wieder runtergeht und so. Kann ich mich überhaupt gar nicht auf dich verlassen? Da sagt er, wieso denn? Du wolltest meine Hilfe doch gar nicht haben. Als das Wasser gestiegen ist, habe ich dir Leute vorbeigeschickt. Als das Wasser noch höher wurde, habe ich dir welche mit dem Boot vorbeigeschickt. Als du dann oben auf dem Dach gesessen hast, da habe ich dir noch eine Hilfe geschickt und habe diesen riesengroßen Baumstamm vorbeischwimmen lassen. Der ist sogar noch an deinem Dach angehalten, auf dem du saßt. Du hättest nur draufsteigen müssen und du wärst gerettet gewesen. Warum hast du denn diese Chancen nicht genutzt? Das ist das, was oft auch im Leben uns passiert. Ja, wir denken immer, das klappt schon alles so. Natürlich müssen wir aber auch die Augen und Ohren dafür aufhalten, eine Chance, die vorbeikommt, zu ergreifen, zu nutzen. Und wenn du das gemacht hast, dann hilft dir der liebe Gott oder wie er auch in deinem Glauben heißt oder das, an was du glaubst, ist dann auch für dich da. Aber nur dann, wenn du die Augen aufmachst, wenn du sensibilisiert bist und wenn du dich bewegst, und auch die Chancen erkennst und ergreifst. Es kommt immer eine Chance vorbei, aber nicht die gleiche nochmal. Also, wie wäre es, wenn du jetzt deine Chance für dein Leben ergreifst, mal darüber nachdenkst, auch mal auf vielleicht ein Coaching zu machen mit einem Coach, der dich unterstützt. Und ich würde dir gern mal ein freies Zoom-Gespräch anbieten, damit wir über dein Leben, über deine Zukunft sprechen können. Ich freue mich auf dich. Hier gibt's die E-Mail-Adresse. Bis bald. Dein Andreas Reetz.